Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ja, wir sind hier in der Nebenquest Mysteriöse Händlerin, unsere zweite Nebenquest. Mit hoffentlich einen zweiten neuen Charakter, den wir unserer Armee hinzufügen können, welcher sich hier drin befindet, den man nicht sehen kann. Aber na, dann ist sie, ne? Anna, die Händlerin, bekannt aus anderen Fire Emblem Titeln. Und yeah. Ich habe mich auf Screen hier so vorbereitet, guck, wen ich hier alles platziere und so, ne? Und ich glaube, ich habe am Ende des letzten Parts irgendwie so was gesagt wie, ja, das ist nicht so schwierig, das sieht nicht so schwierig aus, ne? Das würde ich gerne offiziell zurücknehmen, weil nachdem ich meine Leute hier platziert habe und keine Ahnung, mal geguckt habe, hier, was mich hier so erwartet, gegnermäßig, wie die platziert sind, was die alles drauf haben und so, da bin ich zum Schluss gekommen. Nee, sieht doch nicht so einfach aus. Das Schwierigste im Moment finde ich ist eigentlich nur die Anfangssituation, glaube ich. Ich merke gerade, erst Level 3 und die anderen Gegner sind alle Level 8. Ich glaube, das Spiel erwartet was von mir. Ich habe nämlich so eine kleine Strategie schon vorbereitet, und zwar ich habe erstmal diese Leute hier alle platziert, ne? Diese Leute hier, ne? Kennt man alle, ne? Alfred, Celine, ihr macht mal kurz Pause. Wanda, du machst sowieso Pause. Luis, du auch. Und weil die ja auf der Bank sitzen im Moment, habe ich mir entschlossen, ich gebe mal einigen anderen Charakteren hier die ganzen Ringe, damit die halt Erfahrungspunkte kriegen und so, ne? Weil sonst wäre ja irgendwie Verschwendung, ne? Wenn ich die Ringe nicht ausrüsten würde. Also habe ich Chloe Sigurd gegeben und Clan hat jetzt Celica bei sich. Und mehr hat sich eigentlich nicht verändert, ne? Ich habe auf Screen mal hier so ein bisschen Training gemacht mit den Emblem Charakteren. Man kann ja irgendwie die Emblem Charaktere aufleveln, indem man irgendwie, weil nicht Bündnisfragmente irgendwie in die Reihen ballert und dann in der Arena gegen die kämpft. Und ja, ich habe mit den Charakteren hier alle hochgelevelt, also nicht alle, ich habe mit Chloe, mit ich glaube Luis und Butcheron habe ich hier mit Sigurd trainieren lassen, damit die Fähigkeiten von dem erben können. Und was ich haben wollte, sind so Sachen wie, weil nicht mehr Trefferquote und mehr Schaden mit Lanzen und so. Und ja, zwei von denen sind Lanzenkämpfer und er braucht ein bisschen mehr Treffer, deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse die mal mit Sigurd trainieren. Problem ist aber, ich kann die Fähigkeiten noch nicht erben, weil man braucht ja FP und die haben nicht gerade sehr viel FP gerade, von daher konnte ich mir die Fähigkeiten noch nicht kaufen und ausrüsten. Also da ist ein bisschen doof. Also muss auch noch vertagt werden, ne? So, jedenfalls, so sieht meine Anfangsposition aus. Mein Plan war eigentlich hier Clan mit Celica zu fusionieren und damit Teleportation hier hinzugehen, ne? Um den Typen fertig zu machen, weil der hat irgendwie nichts drauf. Und ja, dann hätte ich den erledigt, dann müsste ich eigentlich nur noch den hier erledigen, ne? Welcher jetzt auch nicht so schwer ist, er ist nur so ein Kampfmönch, welche normalerweise nicht viel Schaden machen, ne? Und dann hätte ich dieses Gebiet ja schon mal hier vollkommen abgesichert und dann könnte ich vielleicht Anna hier rausholen und ansprechen und dann könnte sie schon direkt mitkämpfen. Aber ich weiß ja nicht, was genau abläuft, ne? Ob wir, nachdem wir die Truhe geöffnet haben, ob wir dann schon steuern können oder ob wir keine Ahnung, ob sie ja noch wildlos rumläuft und ich muss sie erstmal ansprechen oder so. Ich weiß ja nicht, was passiert, ne? Außerdem sind hier und hier auch noch Leute. Also wenn ich hier Klamm rein teleportiere, dann könnten die hier hinkommen und ihn einkreisen und dann wäre er hier gefangen. Und ich glaube nicht, dass er, obwohl das sind auch als Ritter, vielleicht könnte er das schaffen. Ich glaube, er könnte das sogar schaffen. Was ist eine Verteidigung? 6. Da ist er, bekommt 9 Schaden. 3 Schaden von ihr, weil sie 9 Schaden macht. Ja. Ich glaube, ich gehe da sofort mal rein, ne? Ich bewege ihn als letztes auf jeden Fall, damit ich nochmal die Zeit zurückdrehen kann, falls irgendwas schief läuft. Und ja, als andere, weiß ich nicht. Habe ich als 8 von 8, ja. Jetzt gehen wir rein. Ich gehe fram 5-mal in einen Kampf. So, sie müssen wir besiegen. Ich gehe Butcher und 5-mal in den Kampf. Ich gehe Etty 5-mal in den Kampf.
Clan 5 Meilen Kampf. Habe ich ihn lang, habe ich einen Klamm genannt? Ich glaube ja, ne? So, die Anfangsposition hier ist allerdings ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was ich mit den anderen Charakteren alle machen soll. Weil die Gegner, die haben schon ganz schön drauf hier. Also mit ihr kann ich eigentlich nur hier hingehen. Ich könnte hier rein, ich könnte hier reingehen, ne? Und ihn hier ein bisschen bearbeiten, aber da ist ein Dieb und der hat ein Messerchen. Also warten wir mal. Ich möchte dich hier platzieren. Nimmst du zwar ein bisschen Schaden, aber ist egal. John ist hier in der Nähe. Wir können außerdem. Oh nee, das ist soweit. Also hier warten wir noch ein bisschen, würde ich sagen. Wer ist hier? Wir wecken sich Messer auf Magie aus. Oh, die haben 3 Reichweite. Der Donner sehe ich gerade erst. Okay. Oh, sie hat eine Menge Resistenz, aber. Also ich möchte erstmal warten, was die Gegner hier so drauf haben. Was die ja so machen mit ihrem Zug. Hier habe ich den langen Bogen gegeben. Sie kann jetzt auch von 3 Reichweite hier angreifen. Ja, und hier müssen wir halt warten, ne? Ich würde sagen, wir gehen dann mit Klamm da rein, ne? Hier sind alles nur Rüstungsleute, von daher sollte der die eigentlich alle erledigen können. Ne? Ich meine ja, so, bei dir. Die Diebe ja machen mich ein bisschen nervös, weil die alle irgendwie Gift haben. Gefällt mir nicht. So, auch. 7 Verteidigung, 15 Schaden. Du bist tot bei 2 Angriffen. Ich habe mir mal angeguckt, wie einige Leute irgendwie ja so, weiß nicht, das Spiel hier so einschätzen von der Schwierigkeit her, ne? Ohne über Spoiler und so zu stolpern. Und weil ich bisher denke, dass das Spiel noch relativ einfach ist, ne? Ich denke, bis jetzt ist das Spiel noch einfach. Angeblich bin ich da irgendwie der Einzige mit dieser Meinung, weil einige Leute finden das Spiel anscheinend ganz schön schwierig. Jedenfalls schwieriger als Free Houses Hard Modus. So, wir machen mal den, ja, guck mal, ob das funktioniert. So, ah, guck mal, wie er jetzt fusioniert aussieht. So, wir können jetzt hier reingehen und wir können diesen Rüstungstypen hier fertig machen. Machen wir das mal, ne? Ja, mal klären, wie der sich hier fusioniert anstellt. Sehr cool. So. Und die kommen direkt da ein. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Warte mal, das sind Diebe. Oh, erledigt ihn sogar. Cool. Ich bin auch blöd, das sind Diebe. Die gehen auf die Schatztruhen. Oh ja, dann will ich die doch so schnell wie möglich hier öffnen. Wahrscheinlich. Aua. Durch. Bälle am Boden, wenn ich mal schlage. Okay, hat sich nicht so viel bewegt hier. Gut, so, du hast Feuer, damit kann ich leben. Ich kann aber niemanden erreichen. So, ich würde ja lieber da, aber der Dieb, der ignoriert mich wahrscheinlich, ne? 15 Angriff, ich würde sowieso nicht überleben wahrscheinlich. Du greifst mich gar nicht an, okay. Auch gut. Ja, die prioritieren ja wahrscheinlich die priorisieren ja. Ist glaube ich auch falsch, egal. Die gehen wahrscheinlich eher auf die Dinger los, auf die Schatztruhen, nehme ich an, ne? Ah, du kannst sie angreifen, ihn angreifen meine ich.
Kannst du mit dem Langbogen den treffen überhaupt? Langbögen haben normalerweise 14, okay. Langbögen haben normalerweise etwas geringe Treffergenauigkeit, aber oh, ich muss ja den auch erst erledigen. Schaffe ich euch beide zu erledigen mit euch beiden. Frage ist, überlebst du einen Angriff? 22 Angriffskraft. Du bekommst 15 Schaden. Dann ist er wieder mit Low HP hier am Rumlaufen. Egal. Ich könnte sie auch mit Mekaya hier verbinden. Ist dann bestimmt weg, ne? Ah ne, sie hat ja auch einen Heilstab. Oh, ich habe ja zwei Heiler hier dann. Gut, dann gehen wir hier hin. Greifen dich mit Leichtlanze an. Dish. Ich kann nicht zweimal bewegen, wegen... Ich kann auch das machen. Ich hier eben platzieren. 22 Angriff. So, nimmst eine Menge Schaden, aber gehst nicht drauf. Perfekt. Gut, dann haben wir dich. Ist kaputt. Ah. Stabkons. Treffer plus 10, wenn sie einen Stab verwendet. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ein Stab kann man doch nicht angreifen, ne? Von daher. Da bringt dann einen Treffer. Oder es hat immer auch, wenn man irgendwie, weiß nicht. Man muss einfach nur einen Stab bei sich haben, damit man irgendwie mehr Treffer bekommt. Ich weiß nicht. So, mein Hauptcharakter kann den fertig machen mit Einschlag. Okay, nicht hierhin, hierhin. Aber du, ah nee, brechen. Ich vergesse, dass das eine Funktion in dem Spiel ist. Brechen wir dir die Knochen. Hey, mein Hauptcharakter tut mal endlich mal was. So, dann halten wir dich hoch. Du kannst ruhig nach vorne. Du hast ein bisschen Resistenz. Oh ja. Jetzt wahrscheinlich sowieso ihn angreifen, ne? Halten wir dich hoch. Ah, fast. Level ist die 9. Oh. So. Mal schauen, kannst du meinen Angriff auf dich irgendwie das geht aber wahrscheinlich sowieso nicht auf ihn los, ne? So, machen wir leichter. So. So, dann machen wir das mal auf und gucken wir mal. Ding, 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 ding. Bewegt sie sich automatisch? Wenn ja, dann ist das nicht gut. Oh nein. Ist sie eine Axt? Ja.
und vergiftet auch noch. Ich kann dich nicht ansprechen, oder? Nee. Das ist sie echt ein Kind? Ah. Ja, sieht so aus, ne? Deswegen war ihre Stimme so komisch. Eine fahrende Hähnlein aus dem winterlichen Teil Elusias. Sie ist fröhlich nur ein... Sie ist fröhlich und ein listiger Geizhals. Der einer hält eventuell 500 Gold, wenn sie einen Gegner besiegt. Nicht schlecht. Axtkämpfer, zweiter Axtkämpfer, sehr gut. Ich habe mich schon letztens gewundert, warum sie so eine piepsliche Stimme hatte im letzten Part. Weil normalerweise ist Anna irgendwie eine Erwachsene oder Erwachsene. Ich nehme, weiß nicht, wie alt sie ungefähr ist. Ich glaube, in Three Houses war sie irgendwie 20 oder so oder 21. Bei Three Houses hat ja jeder irgendwie ein Alter angezeigt bekommen. Und normalerweise ist Anna irgendwie so, oh, ein Schatz, oh, den knöpfe ich mir mal vor, danke, katsching. Normalerweise ist sie ein bisschen, weiß ich nicht, frecher und so. Deswegen habe ich mich gewundert, warum ihre Stimme so war, so, oh nein, das sind Gegner, was mache ich denn jetzt? Im letzten Part. So, wir setzen den Zeitkristall ein, weil das ist, genau deswegen sind diese Zeitkristalle gut, weil woher soll man wissen, dass... Weil ich hätte mir schon vorstellen können, dass es entweder so oder so ablaufen würde, ne? Also, dass ich die Truhe öffne und dann setze ich Anna frei und dann ist sie irgendwie, weil nicht von alleine am Rumlaufen, ne? Und das können wir nicht machen, weil man hat ja gesehen, sie ist mit 2-3 Schlägen weg, also... Selbst wenn ich jetzt den Dieb hier erledigt hätte, ne, dann wäre er gekommen, boom, hätte sie erledigt und dann hätten wir sie, ja, dann wäre sie gestorben. Von daher ist das schon etwas dämlich, ne? Deswegen sind diese Zeitkristalle relativ nützlich, weil woher soll man bitteschön wissen, dass das so ablaufen wird, ne? So. Jedenfalls, ich weiß immer noch nicht genau, wie wir diese Situation hier regeln sollen am besten. Die Diebe werden sich beide jetzt hier hinbewegen, ne? Angriffskraft 15. Oh Gott. Ich bin schon überrascht, warum er mich nicht angegriffen hat. Zwei separate Angriffe. Oh, dann kann ich aber nicht zweimal ihn angreifen, ne? Oder warum hat er mich nicht angegriffen? Er macht mir ja eigentlich auch Schaden, ne? Geschicklichkeit 14, Geschicklichkeit 15. Wenn ich dich in der Reichweite von einem der Dieben mir bewege, dann kann ich den schon kontern und im nächsten Zug erledigen. Aber dann kommt er hier im nächsten Zug und macht ihn fertig. Das ist ein kleiner Lauf gegen die Zeit hier. Und dann sind ja auch noch die Heiler hier, die können den auch noch hochheilen. Wir haben beide gleichen Werte, ne? Ja. Und die können mich auch noch vergiften. Von daher. Das ist eine sehr schwierige Situation ja gerade, finde ich. So, meine einzige Möglichkeit wäre, glaube ich, hier ihn ja auf mich losgehen zu lassen. Ne? Habe ich noch irgendwie andere Sachen, die ich machen kann? Nee, ne? Und ich nehme an, die gehen beide auf die Truhen los, ne? Wer ist denn näher? Du. Na. Dann packen wir dich mal hier hin. Du überlebst einen Angriff, auf jeden Fall. Ah, hier sieht man auch das Gewicht von den Waffen. Das war das machen, ne? Oh, er ist jetzt da rumgegangen. Ah.
weil ich den Weg blockiert habe. Deswegen hat er sich einen anderen Weg gesucht. Ah. Also die wollen mich gar nicht angreifen. Auch cool. So. Oh, du bist einfach richtig stark. So, oh Gott. Kann ich dich angreifen? Nö. Oh, der kann mich auch nicht erreichen. Mann. Wenn die beiden mich angreifen, bin ich tot, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich hier genau machen soll. In der Situation ist nicht so einfach. Ich habe noch notfalls hier sie. Sie kann noch mit Sigurd sich verbinden, dann ja irgendwie um die halbe Karte rennen, ne? Und sie hat erreichen? Ich glaube ja, ne? So. Kannst du ihn erledigen? Warte mal, du kannst den Magier da unten erreichen. Aber nicht töten. Und der macht dicke Aua. Oh mein Gott. So, ich meine, der Dieb geht ja nicht auf uns los, ne? Der ignoriert uns ja, ne? Von daher. Mach mal so an. Uff. Dreck. Mach mal so. Was erstmal ihn an. Zack. Weiß nicht, hatte ich den Eisenbogen schon letztens hochgebracht gehabt? Ja, ne? So, der Dieb ignoriert uns ja, ne? Das heißt, wir können in seine Reichweite gehen. Zack. Das war diese tiefe Stimme auf einmal. So, dann. Ach ja, ich habe ihm Pflege gegeben. Ich nehme an, Pflege gibt mehr Erfahrungspunkte, ne? Ich glaube ja, weiß nicht. So, dann am liebsten, wie viel Bewegung bekomme ich? Sieht man das irgendwo? Überreiten, Kraftimpuls, Galopp, Bewegung plus 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre sie nur in der Reichweite von ihm, ne? Nein. Oh nein. Im nächsten Zug könnte ich das machen. Oh Mann. Genau deswegen meine ich, das ist nicht so einfach hier. Der kann kontern. Ich könnte den Schwertkämpfer da anlocken mit ihr. Wenn dieser Weg, wenn dieser Dieb sich auf sie zubewegt und sie angreift, ne, dann würde ich das echt nicht lustig finden. Ich kann auch hier hingehen, ne? Naja, lass mal. Mann. So, ich kann ihn. Da ist ein Axtkämpfer, aber. Nee, warte, ist perfekt. Ja, ist perfekt. So, du machst ihn platt. Habe ich gerade platt gesagt? Ich meine platt. Ist ein bisschen Schaden, aber geht schon. Dodge! Ist mein Abfrag auf einmal so stark, ey. War voll schwach. Ich meine, ich kämpfe gegen Diebe, aber. Oh, Maximum, die sind dann Level 10, ne? So, dann. Ich könnte auch blockieren einsetzen eigentlich, ne? Das werde ich vielleicht machen, wenn der eine Dieb versucht zu flüchten. Und ich krieg den nicht erledigt. Wir haben es Level 10. So, dann. 21 und 16.
Das sind 12. Ja, überlebt er. Warte, warte. Ist das aus der Reichweite? Ja, verdammt. Mann, ich dachte, ich wäre in deren Reichweite. Ich könnte ihn ja anlocken. 14, 13, Geschicklichkeit. Ja, locken wir ihn dann an. Erreichst du mich von da? Ja. Ja, stellen wir einen Axtkämpfer in Reichweite eines Schwertkämpfers. Man kann das schief laufen. Ah, jetzt kommt er wieder zurück. Oh, das gehört sowas von mir gleich. Naja, ich kann nicht kontern. So, komm her. Oh, wow. Die auch noch, scheint sich aber nicht viele Leute hier bewegen zu wollen. Da kann ich mich wegen Ausweichen reinstellen, ne? Ja. Leberisch Jorn durch. So, dann kannst du ihn bitte treffen. 82%. Na. Tonk. Sehr gut. Okay. Mann. So. So. Oh, jetzt schon wieder zurück verwandelt. So, ich bewege mich hier in. Da musst du nämlich, nee, warte mal. Ich merke gerade, vielleicht öffnet er die Truhe und befreit Anna dadurch. Na, wollen wir nicht, glaube ich. Mach mal den. Aber wenn er mich jetzt angreift im nächsten Zug, ne? Das ist eigentlich immer so das Schlimmste an Fire Emblem. Du weißt nicht, wie die KI irgendwie programmiert ist, ne? Wie berechenbar die sein kann. Ich krieg hier nichts kaputt. So. Lichtblatt mit RT. Zack. Oh. Yes. Okay, ich glaube, wir müssen dann hier Dings mit Makaya verbinden, ne? Ach, ich kann sie nicht dahin bewegen, stimmt, wegen dem blöden. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Verdammt. Ich glaube nicht, dass ich stark genug bin, den zu erledigen. Den Schützen. Ja, ich kann mich danach ja zweimal bewegen noch, ne? Also wenn ich hier hingehe mit einem Langschwer. Hilfe, Schaden masten wir, du. 20, sie ist tot. Ich weiß nicht, kriege ich Werte irgendwie, wenn ich irgendwie Bündnis mache? Ich weiß das nicht. So, ich muss. Du wirst ja wohl einen Angriff von ihm überleben, ne? Ja, sie hat überraschend viel Verteidigung. So, wir verbinden dich mit Mikaya, damit du Magie einsetzen kannst. Ach, da kann ich ja auch noch. Ah. So, das reicht noch nicht mal, den zu erledigen.
Zack. Oh Gott, vor einem Moment habe ich gedacht, sie hat keine Hosen an. Wegen den Farben. So. Ich glaube nicht, dass du... Verdammt. Die gibt's jetzt nicht mal. Ich krieg die nicht down. Denn jetzt, ich krieg sie nicht down. Nee. Nee, einmal zurück. Einmal zurück. So. Ich muss auf den gepanzerten losgehen. Warte mal, warte überhaupt genug? Weiß er gar nicht. Selbst mit diesen Zeitkristallen, ne, ist das so. Oh, ich hoffe, du bekommst ein paar Statuswerte ab und so. So, wie sieht sie denn jetzt aus? Das reicht immer noch nicht. Das reicht, okay. Oh, bitte trifft damit auch. 86%. Aus wie Hyper Dimension Neptunia Charaktere. So, bin ich hier hin. Ich war mir nicht sicher, warst du stark genug? Engage. Darf sie braucht jetzt Küsten. So. Ah, da war genug. Gott sei Dank. Okay, jetzt kommt ein Catcher. Da war natürlich jetzt ein bisschen übel. Also mal machen. So. Aber was soll's. Da ist die RNG doch ein bisschen anders jetzt gewesen. The Random Number Generator. Weil ich halt andere Sachen vorher gemacht habe, ne? Egal. So, wenn ich dich hier platziere, ich möchte dich aber hier vor der Dings platzieren. So, kann ja trotzdem immer alles noch den Bach runtergehen. Wenn er sich jetzt entscheidet, im nächsten Zug anzugreifen, ne? Nein, du Meistersiegel, her damit. Ah, da entflüchten die. Okay, dann ist das noch machbar. Den hauen wir jetzt weg. Den einen Dieb. Außer. Nein, tun wir nicht. Weil er voll hier in der Reichweite ist. Ich erreiche nicht. Nein. Verdammt. Ah. Wieso genau meine ich? Falsch. Hier. Dich wollen wir. So, du kommst ja nicht raus. Das Meister Siegel gehört sowas von mir. Meister Siegel sind dafür, um Klassen weiterzuentwickeln. So, ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns, ne? Zack. So. Einmal dich hoch. Irgendwas Körper. So, ich meine, du kommst da unten lang.
So. Aber wenn ich hier den Weg blockiere, dann geht er wahrscheinlich nach oben lang und da will ich nicht. Das machen wir den ja. Zack. Wie viel Bewegung hat sie? 11, 1, 2, aber er bewegt sich am nächsten Zug. Hm. Zwei, drei. Also, was ich mache? Hm. Ach, ich hätte ihn, ich hätte sich hier bewegen sollen. Oh. Machen hat so, okay. Ich glaube nicht, dass ich ihn erreichen werde. So, ich habe ein paar Optionen hier, glaube ich. Ich könnte hier Dings einsetzen. Blockieren. Nein, kann ich nicht. Außer wenn ich vielleicht hier hingehe. Dann könnte ich das hier blockieren. Verdammt. Mein Plan ist jetzt, dass er die Tür für mich hier aufmacht, ne? Da mache ich ihn kalt mit wahrscheinlich Mikaya. Er kann auch da ein bisschen hocken, würde ich sagen. Und jetzt mal großes Opfer ein. KP geben. Gleich alle Verbündete ein. Oh, sie gibt HP für andere auf. Oh nee. Oh, das ist ja wie ein Dings in, oh, in Radiant Dawn. Na gut, dann. Warte mal, sie kann von weit noch heilen, ne? Ja. Mach mal den, ja. So. So, mein Plan ist jetzt. Er macht die Tür für uns auf. Wir machen ihn platt, ne? Und dann rennen wir von hier aus hier hin und fangen den Typen ab. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da wird nicht reichen. Nein. Warte mal, kann sie darüber fliegen? Nö. Wir können außerdem, ne, können wir nicht. Warte mal, wohin bewegt er sich? Oh, perfekt. Wenn er sich hierhin bewegt, ne? Und ich bewege sie hier hin, dann kann ich ihn mit einem Langspeer abwerfen. Ho, ho, ho. Das heißt, du musst die Tür gar nicht öffnen für mich, danke. Ich gehe aber trotzdem mal hier lang. Muss ich sagen. Warte mal, hast du nicht irgendwie so eine Fähigkeit? Ja, nehmen wir den Würmengott. Nee. Machen wir mal hier mit weiter erstmal. So, wie war's, wenn du ihn anlockst? Hm. Ich kann außerdem. Nee, der reicht nicht mehr. Na gut. Du kommst mir ja nicht davon. Bin 100% waren hier, so wie ich alle Fire Emblem spiele. Okay, dann wir können dich eigentlich auch hier anlocken, würde ich sagen, mit ihm, aber ja schon Level 8. Gehen wir hier lang. Wo kümmern wir dich um dich mal, was mich irgendwie nervös hat, dass du hier nichts machst. Macht die Truhe auf. Nein.
Gott verdammt. Verdammter Dreck. Jetzt ist sie schon wieder frei. Zeitkristall aktiviert. Ah nee, warte, sie kommt zu mir. Sie kommt zu mir. Oder will sie flüchten? Aber bitte sag mir nicht, du rennst hier weg. Das ist gefälligst hier. Zeitkristall. Das ist eigentlich einfach. Alles, was ich machen muss, ist ihn hier platziert lassen. Ja. Okay. Ist jetzt nicht so, als das klingt jetzt hier, als würde ich hier irgendwie, weil nicht irgendwie rechtfertigen, hier die ganze Zeit Zeitkristalle zu benutzen, aber in Wahrheit ist das eigentlich nur, man kann, das ist eigentlich jetzt nur, um mir irgendwie zu helfen, hier alles optimal irgendwie zu lösen in diesem Spiel, weil man muss ja nicht unbedingt, man muss ja nicht oh nein, warte. Warte mal, erstmal muss ich dich platt machen. So, mich stört ein bisschen, dass du die ganze Zeit hier nur in Reichweite bist. So, ich kann dich eigentlich voll einfach erledigen. Was mache ich eigentlich? Doch, ja. Man könnte jetzt eigentlich auch hier reingehen und sich so denken, ja, lass mal Anna einfach hier flüchten oder so. Alter, jetzt wird er mich erreichen. Du wirst halt überleben. Aber ich will immer so alles wie möglich erledigen. Fire Emblem. Von daher muss ich das so machen. Oh, warte mal, habe ich mich gerade verschaut? Der überlebt hat auch noch. Das gibt es jetzt nicht. Okay, jetzt musst du ihn aber erledigen können. Ja, wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Okay, gut. Ein AP genug. Okay. Ein Lieb erledigt. So, das haben wir. Lanzenkraft 2. Lanzenfertigkeit. So. Problem ist, du bist auch schon wieder hier außer Reichweite. Oder 95, nee, da, obwohl ich glaube, da hätte man Einzug, ne? Na komm, okay, cool. Ich fühle mich nicht schlecht, irgendwie die Zeitkristalle zu benutzen. Mir ist das egal. Einheiten ab Level 10 können mit Hilfe eines Meistersiegels zu einer erfahrenen Klasse wechseln. Der Wechsel zu einer erfahrenen Klasse erhöht die Werte sowie die Anzahl verwendbarer Waffen einer Einheit und macht sie mächtiger. Ist er da auf dem Pferd? Magieritter. Durch Verwendung eines Zweitsiegels kannst du in eine andere Klasse gleichen Rangs wechseln. Oh, nee. Die Klasse eines Charakters kannst du über das Inventar wechseln. Okay. Bin ich nicht ein Fan von Klassenwechsel. Ah, das ist wie, diese Butler-Fähigkeit hier. Wenn man sich selber heilt, wenn man andere heilt. Ich finde Fire Emblem Spiel sind viel besser, wenn jeder Charakter seine eigene Klasse hat. Und nicht jeder zu alles werden kann. Finde ich immer langweilig. So, Butcheron. Zack. So, reicht das? Nee, oder ein bisschen.
ich hier mal mit meinem Hauptcharakter hinkommen, ne? Oh, Panzerbrecher, stimmt. Nehmen wir. Dunk. Donk. Ich hätte eigentlich schon mit Bart verbinden können. Wäre doch für einen Einschlag weg gewesen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Hauptcharakter so schnell kaputt geht, ey. So, oh, warte mal, wen greift er denn jetzt an? Oh, oh. 21, okay. Mein Kämpfer hätte hat überlebt, war er nicht. So, Klassenwechsel. In der Regel funktioniert Klassenwechsel so, wenn eine Person 20 Level 20 erreicht hat, wenn eine wenn ein Charakter Level 10 erreicht hat, dann kann man die Klasse wechseln. Will ich mit der dich erledigen? Wenn ein Charakter Level 10 erreicht, dann können die Klasse gewechselt werden zu einer erfahrenen Klasse. In der Regel ist das aber nicht sehr gut, weil wenn man das macht, dann ja, okay, ist gar nicht auf. Oh, er hat sich ins Gebüsch verzerrt, verzogen, geflüchtet, was auch immer. Deutsch. Das kann ich hier nicht treffen wegen dem blöden Gebüsch hier. So. Warum greift er mich nicht an? Okay. Ja. Wie soll ich denn ihn jetzt treffen? Ich kann mit einem Eisenbogen versuchen. 36 Schaden. Was? Also zweimal, wollte schon sagen. So, ich lock dich mal raus. Kann ich dich dahin? Ja. Ich kann nicht kontern. Na, komm her. So, Klasse wechseln, mein Gott. Auf Level 10 können Charaktere die Klasse wechseln. Zu der erfahrenen Klasse. Aber die Sache ist die, wenn man die auf Level 10 schon weiter levelt, die Klasse wechseln lässt, dann verliert man einige Staatswerte, weil man hat ja gesehen, nach jedem Level up bekommen meine Charaktere Staatswerte, ne? Stärke und was weiß ich nicht alles, ne? Und wenn man schon auf Level 10 einen Charakter hier weiterentwickelt. Also im Normalfall im Fire Emblem Spielen ist das so, wenn man die Klasse wechselt zu einer erfahrenen Klasse, dann nee, lass mal noch. Jetzt habe ich vollkommen den Faden verloren. Mein Gott. So. Geh du mal dahin. Keine Ahnung, wenn man einen Charakter auf Level 10 hier weiterentwickelt, dann in der Regel im Fire Emblem ist es so, wenn man die Klasse wechselt zu einer weiteren Klasse, ich glaube, ich habe den gleichen Satz jetzt schon 5-mal gesagt, dann fangen die Charaktere wieder auf Level 1 an, aber in einer erfahrenen Klasse, und man muss dann wieder weiter leveln bis zu Level, was in der Regel ein maximal Level 20 ist, ne? Level 20 ist normalerweise das maximal Level im Fire Emblem für jeden Charakter. Ich weiß nicht, wie das Spiel das handhabt, aber in der Regel ist Level 20 immer das Maximum Level, ne? Und wenn man Level 20 erreicht, kann man natürlich nicht mehr hochleveln, ne? Und keine Staatswerte bekommen, ne? Das Optimalste, was man machen kann, wenn man einen Charakter trainiert, ist, indem man einen Charakter bis zu Level 20 hochlevelt, den dann die Klasse wechseln lässt, so damit dieser Charakter wieder auf Level 1 anfängt und dann wieder 20 Level hochlevelt mit der erfahrenen Klasse. Da ist der optimalste Weg, einen Charakter zu leveln. Oh Gott, hier sind zwei Gegner. Wenn man das auf Level 10 macht, dann tut man mehr oder weniger 10 Level hier
nicht einkassieren, weil wenn man auf Level 10 ein Charakter schon hochlevelt, dann ich glaube, ich packe sie hier rein, weil sie hat Verteidigung und Resistenz 15 und 16. Nein, sie ist tot. Wie soll ich bitte schön, wie soll ich bitte schön die beiden anlocken? Ach, von ihr wahrscheinlich, ne? Wie soll ich denn die beide anlocken? Ja, er hat eine Stahlaxt. Also in der Regel sollte man immer erst ab Level 20 einen Charakter hochleveln, ne? Weil dann bekommt man die meisten Werte. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Situation hier machen soll. 16, 25. Wie soll ich denn die anlocken? Ich brauche einen, der Verteidigung und Resistenz hat. Warte mal. Du machst einen Schaden, ne? Du hast eine Resistenz von 15, du machst einen Magieschaden. Aber er haut mich mit einem Schlag weg, ne? Nein, macht er nicht. Mathe. Koop-Schlag ist ja auch ein Ding. Wie mache ich das? Er hält eigentlich auch ganz schön viel aus mittlerweile. Wie kommst du eigentlich dazu? Ich will ich mir einen Ort, der hat die ganze Zeit schon irgendwie 20 HP. Ich weiß nicht, wie ich die anlocken soll. Einzige Möglichkeit, die ich hier sehen würde, wäre den Magier hier hinzulocken, ne? Also er geht hier hin. Weil die beide haben genau den gleichen Reich, den gleichen Reichweitradius, ne? Überall, wo er hingehen, wo sie hingehen kann, kann auch er hingehen, ne? Das heißt, ich muss mich irgendwie so positionieren, dass ich nur in der Reichweite von einem von dem bin. Oder ich kann hier reingehen, sehe ich gerade. Das ist ein Gebüsch. Ach. Was ich auch machen könnte, ist, ich könnte Dings Protection machen. Protection. Ja, ne? Ich kann es vergessen. Okay, da muss ich aber noch einen Zug warten. Damit wenig dahin gehe. Falscher Knopf, falscher Knopf. Da. So. So. Dann machen wir mal die Truhe auf. Ja. Deine Fähigkeiten zu rennen, ich weiß. Und ich kann mit dir reden, wusste ich's doch. Chibi Anna. Jetzt haben wir Diebin Anna, dann haben wir Schützin Anna. Jetzt haben wir Axtkämpfendes Kind Anna. Sehr cool. Wollen wir eine Magierin? Ich einfach in Sicherheit. Okay, muss schon sagen. Anna hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Cool. Neuer Charakter. Boom. Endlich mal eine weitere Axtkämpferin. Level 5. Mhm. Was wollte ich nach nachgucken? Nichts, ne? Cool. Okay, sie kann aber nicht viel machen hier. Sie kann vielleicht die Heiler hier. Sind noch Heiler, oder? Nee, ich dachte ein Heiler. Ich hätte gedacht, sie könnte die Heiler hier neu erledigen. So, was wollte ich machen? Ich wollte irgendjemanden hier hin platzieren. Mit Protection. So, er konnte halt überleben, ne? Halbwegs. Also wenn ich ihn hier hin platziere, ne? Und es so funktioniert, wie ich mir denke, dass es funktioniert. Wie gesagt, ne?
solche Sachen musst du erstmal wissen, ne? Deswegen sind Zeitkristalle gut. Hä? Das ist ein neues Spiel, das habe ich noch nie gespielt. Ich muss mich noch mit den Funktionen ja alle anfreunden. Ich bin mir ziemlich sicher, er könnte halt auch überleben, ne? Obwohl er nimmt eine Menge Schaden von denen. Ah, und die hat, sie hat aufgehört, deswegen kann sie jetzt ihre Dings nicht einsetzen, Mann. So, nein, nein. So. Wo bist du? Hier. Meine Güte. Okay, dann bewegen wir dich hier hin. Du beschützt ihn. Und er sollte halt jetzt eigentlich überleben, ne? So wie ich mir halt vorgestellt habe. Ich kann außerdem noch ihn hier bewegen. Damit du mehr Werte bekommst und so, ne? So, Anna. Mach ich mal breit, du könntest vielleicht den ersten Kill schon hier abstauben. So machen wir halt hier in der Armee, ne? Keine Pause, direkt irgendwas erledigen. Okay. Du machst mir null Schaden. Nach wegen Protektion. Alles klar. Das bekommen beide auch noch Erfahrungspunkte. Ist noch besser. So. Und er ist tot. Zeitkristall. Alter. Und er ist schon wieder so eine Sache. Anscheinend funktioniert Protektion nur einmal, weil es wurde ganz eindeutig nicht aktiviert beim zweiten Mal, weil er wahrscheinlich HP verloren hat beim zweiten Mal, ne? Gott verdammt. Ich sag, das sind so Sachen, ne? Woher soll ich das wissen, Mann? So, nun. Alles, was ich jetzt machen kann, ist eigentlich versuchen wir mit ihr. Sie war eigentlich auch noch relativ gut, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mocheron, rein da. Macht nichts anscheinend. Oh, da wird langsam ein bisschen unschön, ja. Möchte ich nicht erreichen von hier aus, Mann. Alter. Ist so schnell kann es gehen, ne? So, noch mal. So. So, und egal wer jetzt als erster angreift, sie müsste halt überleben, ne? Bin mir ziemlich sicher, sie überlebt das jetzt. Oh mein Gott. Sie bekommt vom Magier relativ wenig Schaden. Ehrlich gesagt, null. Der blöde Ritter wird sie nicht mit einem Schlag erledigen. Und Klamm wird er auch nicht mit einem Schlag erledigen. Nee. Oder? Warte mal. Ah, nee, Quatsch. Ich habe sofort vergessen, dass ich sie platziert hatte. Ja,
Das ist ja noch ein relativ frühes Level, ne? Wird wahrscheinlich noch viel schlimmer irgendwann. Und deswegen sind die Zeitkristalle gut, weil wenn ich die nicht hätte, dann müsste ich jetzt jedes Mal nach irgend so einem blöden Fehler hier noch mal Aufnahme kurz anhalten, dann noch mal den ganzen Weg hin spielen, dann noch mal alles machen, und ja, darauf habe ich einfach keine Lust. Warte mal, kannst du den Hammer benutzen? Stimmt, ne? Warte mal, lass mal dich mal. Irgendeiner muss ich mal kurz ein bisschen ankratzen hier. Also, ja, muss ich viele Leute angreifen lassen wie möglich, wegen Erfahrungspunkte und so, ne? Ach, er ist schon vergiftet wegen. Ah ja. Da fangen wir mit so vielen Leuten wie möglich an, bis du geschwächt bist. Oh, wow. Durch. Cool. Ich fange dich noch zweimal an. Zack, zack. So, Anna. Butchron. Du bist nicht Anna. Du bist Anna. Also sie macht ihn sogar mit einem Schlag fertig. Oder war wegen Butchern? Oh nein, sie macht ihn fertig. Zack. Naja, eindeutig ein Kind. Die werden so schnell erwachsen. So. Das war gerade ein sehr... Fest. So, sie bewegt sich nicht, sie bleibt wahrscheinlich da drinnen, ne? Je nachdem wie der Kampf abläuft, ne, kann halt auch unschön werden. So, Butchron, gib mal ein paar Äxte hier. Du bist nicht Butchron. Lass mich mal hier hingehen. Ich will gar nicht wissen, was hier noch für Kapitel alles kommen, ne? Wir sind ja noch relativ am Anfang. So, du nimmst mal diese Axt und die Leichtaxt vielleicht. Vielleicht kannst du damit doppeln. Ich glaube zwar nicht, weil Äxte sind in der Regel sehr schwer. Ich glaube, die Anna aus Fire Emblem Heroes hatte auch eine Axt, ne? Fire Emblem Heroes ist die Mobile Game Version von Fire Emblem. Das ist sozusagen das Pokémon Go unter den Fire Emblems. Ich glaube, da konnte Anna, da gab es auch eine Anna, die war, glaube ich, eine der Hauptcharakteren. Die hatte auch eine Axt. Und sie war erwachsen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Anna war erwachsen. Fram. Kommt so wenig Erfahrungspunkte, weil er so unterlevelt ist. So, braucht ihr irgendjemand? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte gucken, ob hier irgendjemand hier sich aufladen kann. So, so, ich bin mir ziemlich sicher, du hast die mit einem Schlag weg. Ne? Ich will die Kills an Anna geben. 22. Puh, ja, ich habe eine Menge AP, sehe ich gerade. Panzerbrecher werde ich auch nicht doppeln können, oder? Ah, hier kann man das Gewicht nachgucken. Ich glaube, wenn ich den Panzerbrecher auslöse, dann werde ich gedoppelt, ne? Ach, das sieht man ja, mein Geschick 5. Okay, wie schnell seid ihr? Oh, 6, kein Problem. Sag, komm her. Immer noch viel AP. Zack.
Da kommt der nächste. Nein, sie kann hier noch nicht mehr erreichen. Gott, verdammt. Ich kann denn hier alles so daneben gehen, Mann. Gut, Jaron, gib mal deine Handaxt. Wurfball, meine ich. Handaxt heißen die in Englisch. Da. Ah, so knapp. Jeder macht den fertig, ey. Wir müssen so einen von denen hier erledigen. Weil einer von denen bleibt sowieso am Boden. Zack. So, kriegst du den down? Perfekt. Wenn du triffst. Zack. Und dann geben wir den Kill. Ist eigentlich egal, ne? Ich glaube, ich habe den Kill verdient, ne? Ich habe den Kill verdient. Er gönnt mir. Er gönnt mir. Ah, dusch. Also wie ich da verstehe, jedes Mal, wenn er bricht, kriegt er irgendwie einen extra Angriff, ne? Hm. Ich weiß nicht, ob das broken ist oder nicht. Ganz Charakter jetzt so babysitten, ne? Ich liebe es. Hast du nicht irgendwie bessere Dingens haben? So, wie machen wir sie anfällig? Sie sitzt auf einen Heilung pro Runde. Ach, da ist gar kein Thron. Wir gehen einfach nur Heilung. Okay. Ich meine, Heilung ist auch nicht. Hey, warte mal. Könnte ich sie nicht theoretisch die ganze Zeit mit Etia abschießen? Aus drei Feldern? Ich habe das Gefühl, danach bewegt sie sich aber, ne? Das ist normalerweise nicht der Fall. Aber ich weiß ja nicht, wie dieses Spiel geschnitzt ist. Ne, da weiß man ja nie. Mit der Heilung, okay. Habe schon Spiele gesehen, wo die Leute auf dem Thron sitzen, aber dann haben sie sich doch, nachdem man die angegriffen hat, irgendwann bewegt und dann sitzt man da halt, ne? Okay. Also irgendeine Trefferchance, kritische mäßig. Warte mal, du hast Fähigkeiten, sehe ich gerade. Die Einheit kann durch Fähigkeiten, Schmetter, Waffen etc. nicht bewegt werden. Ihr seht den Schaden durch effektiv gegen, aber das ist ja nicht schlimm. Haben wir sie überhaupt schon nachgeschaut? Anführerin einer Diebesbande in Grenzland. Sie haben jeden Reisenden aus, der vorbeikommt. Okay, ich meine, solange sie sich bewegt, ist ja eigentlich voll locker, ne? Ich kann eigentlich jetzt hier. Sie heilt sich durch 11, ne? Das heißt, wenn wir das immer und immer wieder machen, wird sie irgendwann tot sein. Zack. Na, warte mal, habe ich überhaupt hier alle Gegner? Ja, ne? Ich bin immer paranoid, wenn es um sowas geht. So. Ich könnte sie vergiften hier mit Dingens. Ich habe ja auch noch meine ganzen Bündnisse, ne? Okay. Hey, sie, wir haben einen HP nett gemacht. Ja, für sie werde ich ein paar Runden brauchen wahrscheinlich. Ja, zwei Balken, ne? So, wir sehen, du müsstest ja eigentlich gar keine Chance gegen mich haben, ne? Ist gebrochen. Und Anna kann sich dann
ein Kill holen, also ein Kill schon, was ich meine, ne? 13. Okay, ein Angriff erlebt sie ja, ne? Ja, fast. Okay. Ich könnte den ja machen erstmal. Ja, der wird gebrochen, kann es nicht kontern. Zack. Zack. Messen wir jetzt, wenn Anna hier reinkommt, diesen einen Kill holt. Und selbst wenn sie im nächsten Zug angegriffen wird, sie wird halt überleben, wenn ich mich nicht erinnere. Mal die Eisenachs. Wen denn sonst? Ist doch niemand mehr hier am Leben. Na, triff bitte mal. Danke. Cool. So, wenn sie jetzt... Ich könnte sie eigentlich hier drin lassen noch mal, ne? Dann kriegt sie den zweiten Klau noch. Mach mal so, ne? Oder mach mal so. Außer du bewegst dich jetzt. Nö. Okay, Anna. Noch mal bitte. Okay, warum kannst du jetzt auf einmal doppeln? Schwestern, genau. Ganz vergessen. Ja, jetzt wo ich darüber nachdenke, Anna ist eigentlich die Schwester Joy in Fire Emblem Spielen. Oh mein Gott, ey. Aber kein Ding. Ich weiß, wie ich das löse. Und zwar... Das, was ich dafür machen muss, ist einfach nur... Ich nehme an, die Eisenachs war zu schwer für sie, ne? Gewicht 10. Ja. Alles, was ich machen muss, ist... So. Jetzt hat sie die Leichtachs ausgerüstet. Jetzt dürfte sie eigentlich nicht mehr gedoppelt werden. So. So, da haben wir es doch. Ah, der Fluch, wenn man irgendwie optimal spielen will, ne? So. Ist schon wieder auf 9 HP runter. Oh, sie hat wieder angegriffen, cool. Okay, cool. Braucht denn noch jemand Heilung? Ich glaube nicht, ne? So, dann mal so was noch mal. Ach, ich habe nicht gesehen, ob sie gedoppelt werden konnte wegen. Verstehe, weil sie nicht kontern konnte letztens. So, schaffst du es noch mal, einer? Zack. Mein Gott, ist sie groß. Okay. Paar Komplikationen hier in diesem Kampf, aber wir haben es geschafft. Anna hat ein Level up bekommen. Das ist nicht doch mal eine Rendite. Ich bin bereit für ein Bombengeschäft. Sehr cool. Yunaka hat sie ihn gemacht. Hat doch nicht so viel gemacht, glaube ich, ne? Cool. So, aber wir gucken uns die Katzen jetzt auch noch an, würde ich sagen. Damit ich hier wieder in Somnia reingehen kann und Zeugs machen kann, ne? Ah, hier. Gut. Das hätte besser laufen können. Hätte definitiv noch schlechter aufgehört. Wir bauen definitiv das Kapitel, an dem ich bisher am meisten Mist gebaut habe.
Alter, ist sie winzig. Habe ich gar nicht gesehen, als wir das erste Mal gesehen haben. Kein Wunder. Das ist so ungewohnt. Normalerweise ist sie eine Erwachsene jedes Mal, deswegen ist das so komisch irgendwie. Cool. Jetzt haben wir innerhalb von zwei Parts hier zwei rothaarige Mädels in unser Team bekommen. So, ach ja, da muss ich auch noch machen. Oh. Cool, wie klein sie ist. Überhaupt nicht gesehen beim ersten Mal. Danke, göttlicher. Ich bin froh, dass ich mich dir angeschlossen habe. Ich fühlte mich langsam einsam. Aber das geht ja schnell hier, ne? So, in der Schlacht bin ich besser geworden. Okay, ja. Ich vergaß, die weißen Sprechblasen sind immer random. Ja. Okay, ja, ich sehe schon. Die weißen Sprechblasen sind immer random generierte Zufallsdinger. Die grünen sind immer wichtiger, ne? So. Eins. Eine Taube eingesteckt. Aua. Okay, ich habe dich doch gar nicht platziert in diesem Kampf. Ich dachte, ich krieg nur Sachen von Leuten, die ich platziert habe im Kampf. Okay. Problem mit Anna bisher ist aber jetzt, sie ist weit unterlevelt. Aber wie man sieht, ist es möglich, ne? Wenn man es richtig macht und Zeitkristalle abused. Ist nicht unmöglich, aber Yuppie. Okay, sie hat 100 bekommen. Von ihr habe ich 100 bekommen, meine ich. Oh, Stahlbarren. Jetzt wollten wir eigentlich mal einen zweiten Axtkämpfer haben. Ich meine, wir haben Wanda auch noch, aber er ist schon alt. Er ist schon outclassed. So, habe ich dich nicht schon? Ich habe schon einen Schwarzhund. Ich habe schwarzen Hund, ich habe eine schwarze Katze, wenn ich mich irre. Also ja, weiß nicht, ich habe mich so irgendwie informiert über die Schwierigkeit dieses Spiels, was andere Leute davon halten. Angeblich haben Leute viel mehr Probleme. Leute haben sich über das Schlosskapitel beschwert. Was ich auch ganz schön happig fand für irgendwie, weiß nicht, das, was war das, dritte oder vierte Kapitel? Story-Kapitel schon. Da war ganz schön heftig für so ein frühes Kapitel, muss ich sagen. Leute beschweren sich irgendwie, dass irgendwie der Hauptcharakter mit zwei Schlägen weg ist. Ja, das ist irgendwie auch nicht so. Keine Ahnung. Und Leute meinten, der harte Schwierigkeitsgrad in dem Spiel ist sehr viel schwieriger als der in Three Houses, was ich nicht mehr so auf dem Schirm habe. Ich habe vor allem in Three Houses auch auf hart gespielt und ich weine mich jetzt nicht zu erinnern, wie hart das nochmal war.
Ich meine, das Kapitel war jetzt eigentlich auch nicht so schwierig, nur wenn man irgendwie versucht, optimal zu spielen, so wie ich, und irgendwie alle Schatztruhen und so haben will und weiß ich nicht, alle Gegner wegputzen muss und so. Und wenn man sich irgendwie Let's Plays von anderen Leuten ansieht, die Fire Emblem spielen, jetzt nicht dieses Spiel, aber allgemein, einige Leute sind halt ein bisschen gelassener, was sowas angeht. So, oh, der hat mir den Schatz weggenommen, egal, machen wir weiter. Ich habe jetzt keinen Bock, das Kapitel nochmal neu zu machen oder so, ne? Von daher, ich nehme auf die Weltkarte erstmal. Keine andere Leute nehmen das sehr viel gelassener. So, ich habe meinen Schatztruhe verpasst. Oh, das Item ist nicht interessant, will ich nicht. Boom, einfach weitermachen. Aber ich bin ein bisschen mehr fixiert auf solche Sachen, ne? Ich will natürlich alles haben. Das macht automatisch das Spiel ein bisschen schwieriger, weil man dann alles haben will und so, ne? Und ja. Keine Ahnung. So, ich überlebe jetzt gerade, ob ich... Vielleicht werde ich hier das in... Ich überlege jetzt gerade, wie ich das hier mache. War schon wieder so lang, 1 Stunde 20 Minuten. Ich mache erstmal meinen Rundgang hier im Somniel, würde ich sagen. Und ich würde sagen, im nächsten Part fangen wir dann hier mal an. Wir gucken uns hier, weiß ich nicht, so. Ja, habe ich wahrscheinlich wieder freigeschaltet, ne? Unterstützungsgespräche und so, ja. Die schauen wir uns alle mal an im nächsten Part, und dann gehen wir, nachdem wir damit fertig sind, in die nächste Story Quest, ne? Dann wird das hier nicht so ein langer Part. Ich meine, 1 Stunde 22 Minuten ist eigentlich auch schon viel, aber was soll man machen, ne? Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's weiter hier im Somniel. Ich werde hier alle Sachen eingesammelt haben und bis auf die interessanten Sachen ja als Offscreen gemacht haben, und dann geht's weiter in die Story Quest, ne? Dankeschön fürs Zuschauen, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.